Moin moin und willkommen zurück zu Vintage Story. Wir sind gerade noch unterwegs gewesen, beziehungsweise sind immer noch unterwegs. Mittlerweile wird es dunkel, ich habe mir aber mal ganz fix die Fackeln wieder mal angezündet. Wir sind echt weit von zu Hause weg. Haben wir noch Rationen? Na klar, gedacht. Das Brot muss dann aber auch reichen, ne? Na gut, kann sich auch noch ein paar Beeren reinzehren oder ähnliches. Ist ja auch kein Problem. Kies können wir hier lassen, das können wir hier lassen. Sand nehmen wir mal noch mit, falls wir uns wieder hochbuddeln müssen. Ich hoffe, ich war so frei und habe daran gedacht und trotzdem eine Zeitraffer erstellt. Ne? Das war ja echt übel. Also es ist nichts passiert. Ne? Es ist wirklich nichts passiert. Ich bin jetzt gerade einfach nur zurückgelaufen. Es ist nichts passiert. Doch, ich bin über einen Bären gesprungen. War aber auch alles. Und das ist rechts am Anfang passiert. Ne? Wenn ich jetzt was gesagt haben sollte, dann war es absolut irrelevant. Keine Frage. Hier fehlt uns natürlich einer, ne? Muss ja, muss sich ja lohnen. Aber den hauen wir hier schon mal an. Warum sollten wir auf den anderen warten? Das ist Quatsch. Feuer frei. Boah, die Fackeln müssen wir wieder entzünden, da ich ja nur einmal ins Wasser geplumpst bin. So, dann müllen wir uns mal aus hier, ne? Wir haben hier Bauxitstein. Das ist so eine speziellere Sache. Die müssen wir ja eigentlich erst pulverisieren. Aber da brauchen wir einen sogenannten Pulverizer. Und auch das, ganz wichtig, auch das geht nur mechanisch. Ich glaube, auch das geht nur mechanisch, aber wir prüfen das mal mit dem Hammer hier. Auch das geht nur mechanisch. Aber ist kein Problem. Also ist es jetzt nicht lebensnotwendig, dass wir das bekommen. Aber wir hätten schon mal die Möglichkeit. Einmal Kiefernsamen, weil wir uns mal durch einen Baum prügeln mussten. Naja, wir hatten da so eine Bärenbegegnung. War schon wild. Bisschen Saat noch. Wird erstmal, glaube ich, die Nacht überspringen. Vorher nehmen wir uns hier einen Topf mit Snacks. Die ziehen wir uns noch rein. Und dann hauen wir uns hin. So. Oh, das hat fast gar nichts gebracht. Sehr gut. Gut, hauen wir uns hin. Die Rissaktivität war gerade echt wahnsinnig. Also doch schon ziemlich krass. Portale sind auf dem Weg aufgegangen und so viele Drifter waren unterwegs. War schon übel, habe ich nicht so verstanden, dass es wirklich so krass so ausartet, ne? Um genauer zu sein, ne? Es ist schon ausgeartet. So. Ist schön, dann müssen wir wieder zur Farm gehen. Wir können ein paar Stöcke ablegen.
Haben wir nämlich ein paar gefunden. Direkt können wir eigentlich wieder entsorgen. Die Leute sind noch da. Der Besuch. Der muss sich erstmal noch verziehen. Die Rüstung können wir wieder mal ablegen. Rüstungsständer, genau. Gut. Die Idee. Heugrasballen. War der so einfach? Waren die so einfach oder brauchte ich da auch drei? Ne, zwei. Okay. Das ist tragbar, das kriegen wir hin. Wo hier vor. 3, 4, 6. Da sehe ich kein Problem drin. Okay, wenn ich die Rüstung in der Hand habe und Rechtsklick tätige. Dann ziehe ich sie selber an. Das ist aber das, was ich jetzt nicht machen möchte. Ich möchte ihn ja im Rüstungsständer die Rüstung anperlen. Ach, wie geht das denn schon wieder? Ah, okay. Steuerung Shift runter. Dann einfach mit Rechtsklick ran. Na, siehst du, sieht man hier schon Schäden? Das schon Schäden? Wenn ja, wäre das richtig geil. Also wenn man das sehen würde, meine ich. Fände ich richtig gut. So. Wenn wir jetzt schon von Schäden reden, müssen wir diese natürlich auch beseitigen und uns schon mal darauf vorbereiten. Vier Einheiten. 1, 2, 3, 4. Jo. Ist okay. Ja. Doch. Die Schmelze machen wir. Uns erstmal wieder sortieren hier, ne? Jetzt, wo wir wiederkommen und endlich wieder normale Dinge tun können. Ob so viel braucht diesmal ja nicht, ist ja nicht keine große Menge, die wir hier gerade verarbeiten. Da schaffe ich es, glaube ich, ganz schnell mal zur Farm und wieder zurück. Die Drifter sind weg. Hier ist Ruhe. 9 Tage, na, das wird nicht. 1. September, würde sagen, die Temperaturen 17 Grad, es wird kühler. Das hier Unkraut, widerlich. Geht ja gar nicht. Das sieht gut aus. Der Flachs wird noch. War eine gute, eine sehr, sehr kurze Gartentour, ja, gebe ich zu. Aber es hat gereicht. Eine Kaninchen mehr. Oh, war das Silber? Mach einfach einen Silbernugget rum, ich werde wahnsinnig. Noch einer. Na, Silber haben wir ja hier schon mehr als genug gefunden. Also, keine Frage. Das war schon wild. Jetzt rennen wir hier ein bisschen viel durch die Gegend. 21 Tage. Das durch ist. Apropos. Nee, ist noch nicht so weit. Das dauert tatsächlich noch. Die Mühle gearbeitet? Ja. 21, super. Ich renne gerade mal rum und prüfe mal alles, ob alles seine Ordnung hier hat. Soweit ganz gut geworden. Nein, die Öfen bleiben nebeneinander stehen. Das ist gut. Das ist gut so.
Ich hatte vom Pulverizer geredet, ne? Nennt man den hier so? Pulverisierrahmen. Das Ding brauchen wir. Bei Dampfer. Genau, und diese Stampf. Die müssen wir schmieden. Da brauchen wir Stufe 2 von, das heißt. Nee, jetzt kommt es drauf an, wie es mit den Legierungen gemeint ist. Aber das ist halt das, was wir brauchen, um quasi hier Quarz zu zerkleinern oder Bauxit zu verkleinern. Das wäre das. Borax könnte man damit auch zerkleinern. Ach cool, man kann Fische aufhängen. Nee, das wäre das, genau. Den bräuchten wir für den Job. Na, nun mach schon. Hier könnte man eigentlich auch noch ein bisschen was machen. Um ein bisschen wohnlicher zu gestalten, also gerade schon den Weg. Hier könnten wir, das können wir schon mal machen. Und da werden wir auch rein investieren. Ich könnte mal schauen, ob es hiermit auch geht. Habe ich bestimmt mal. Genau, das sind die Blautons. Ah, davon haben wir geredet, ja. Stimmt. In den Kommentaren. Aber das war. Wie war das? Wie war das? Gebrannten? Da kommt nichts mehr raus. Ich hatte doch letztlich. Hat er mir doch Blöcke vorgeschlagen. Roh? Auch nicht. War denn das? Wie hätte der Schamott? Ach so. Einfach jetzt in den Ofen kloppen? Einfach ist auch so eine Sache. Was heißt einfach? Ne? Das ist ja nur auch so ein Ding. Kannst ja nur nicht. Ja. Ich kann nicht. Oder meinen die das so? Einen Block ausfüllen und ausbrennen geht ja nur auch nicht. Ja, du kannst ja jetzt hier nicht füllen. Ist ja auch irgendwo Quatsch. Hier den Schmelztiegel hauen. Auch Quatsch, geht auch nicht. Jetzt einfach zu sagen, ich hau es so rein. Das geht. Achtmal gehärteter Schamott. Das prüfen wir. Das reicht dafür. 300 Grad habe ich jetzt gelesen. Das Ding will ich prüfen. Das ist die Frage, wird aus dem 64er Block achtmal gehärteter Schamott erstellt? Ja, da steht jetzt 8 Stück werden zu einem. Wenn die Temperatur erreicht, geht es auch flott. Mein mal, warum nicht? Ganz angenehm. Irgendwo hatte ich hier Feuerton auch in der Nähe. Ich habe es aber nicht markiert. Das ist gar nicht weit weg gewesen. Aber ja, das ist das, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Das ist ja gut. Ah, ich habe jetzt noch den Greifer hier in der Hand. Den legen wir mal schnell ab.
Ein Titel müssen wir auch nicht mitschleppen. Jetzt rausschauen. Es war gar nicht weit weg. Das ist hier gleich in der Nähe. Und da hatte ich dann einfach bloß hochgeschaut zu den Felsformationen, nenne ich es mal. Und schon war es da. Da ist es. Gar nicht weit weg gewesen. Immer dran vorbeigelatscht. Naja, wer guckt hier hoch? Da sind wir mal ganz ehrlich. Nur leider kommen wir da nicht so leicht hoch. Das ist die Herausforderung. Könnte man sich die flachste Stelle suchen und einen Aufstieg bauen. Was anderes wird einem, glaube ich, auch gar nicht übrig bleiben. Ja. Anders geht's nicht. Hier wäre, glaube ich, die flachste Stelle, wenn ich das so sehe. Kurz mal Spaten raus, ein bisschen Sand in der Hand. Und dann bauen wir halt einfach unseren eigenen Aufstieg. Leider wäre natürlich cooler, ne? Keine Frage. Finde ich ja auch. Oh, schön, dann nehmen wir Plums. Oh nein, es ist blauer Lehm, jetzt dein Ernst. Kann das nicht dann auch einfach blau sein oder bläulich? Das ist immer ein wenig verwirrend. Schade. Aber wenn wir uns jetzt hier schon mal hochgewirkt haben, ja, müssen wir weitermachen. Na, müssen wir schon mal was mitnehmen, sonst wäre das wirklich völlig umsonst. Das ist auch blöd. Ah, schade, schade, schade. Gut, na dann wieder runter hier. Das ist sehr schade, aber ich markiere das trotzdem. Wo haben wir es hier? Auton. Zack. Na, dann wissen wir es das nächste Mal. Das nächste Mal, wenn wir hochschauen und uns wundern, hey, wir haben hier Feuerton. Direkt vor der Hood. Nee, leider nicht, du. Leider, leider nicht. Schade. Warte mal, was ist denn hier? Ahorn. Ich weiß nicht, wo ich meinen Ebenholzbaum hingepflanzt habe. Finde ich nicht mehr. Kannst du machen, was du willst. So wie ich das richtig gesehen habe, können wir ja nur hier draus herstellen. Blaue Totenziegel und aus denen soll man ja auch was Tolles machen können. Prüfen wir mal selbst. Blaue Totenziegel. Okay, da taucht man wieder nicht hin. Blauer Totenziegel. Wahnsinnig gut aus. Ist es das wert, daraus Wege zu formen? Eigentlich schon, ne? Wieder zu schön, um zu sagen, um das ausfallen zu lassen, quasi. Gefällt mir schon wieder. Das ist immer ganz gefährlich, ne? Wenn mir irgendwas gefällt, dann kostet es meistens sehr viele Mineralien. Das ist Fakt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, ich brauche eigentlich sieben, um mit wenigstens einigermaßen. Ja, antäuschen ist auch falsch. Simulieren. Nee. Hatte ich gerade einen Denkfehler. Hier Waldien.
Picknick war schon richtig. Muss da noch einer hin, dann ziehen wir das hier so lang und dann haben wir wenigstens einen richtigen Wohnofen. Beziehungsweise Grumofen. Nicht mit Sand, sondern mit Schamott. Also gefällt mir so besser. Schamott-Ziegel hätte jetzt auch geiler ausgesehen. Aber Schamott-Ziegel gibt's nicht. Oh doch, gibt's. Mörtel. Fischkalk. Sandkalk. Kalk. Wir brauchen generell Kalk, also das fällt sowieso aus. Aus Kreidestein und ähnliches. Kalkstein, weißer Marmor. Muscheln, Seesterne, Schnecken. Ja, daraus könnte man Kalk gewinnen, das wäre kein Problem. Gut. Mit der Erkenntnis werden wir jetzt erstmal einen Cut machen. Ich werde erstmal einen Cut machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich denke mal, da wären wir denn. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wie ehrlich sagen. Müssen wir mal schauen. Im Grunde müsste man ja auch mal weiter an der Rüstung arbeiten. Ist alles kaputt. Dachte, ich könnte tricksen. Schade. Ja, ich finde, wir sollten uns auch mal einen Helm craften. Bin ich ganz ehrlich. Oder einfach mal generell die Rüstung vervollständigen. Kann man sicherlich noch ein bisschen was rausholen. Und ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Reingehauen. Tschüss.